bist ja inzwischen auch ein Musical-Experte. Ja. Wie läuft's denn in Berlin? Super. Also wir haben jetzt verlängert bis zum 31. Januar. Ich glaube, das ist immer ein sehr schönes Zeichen. Und das war, glaube ich, ja dein erster Job als Musical-Darsteller? Ja, überhaupt mein erster Job. Also ich habe ja meine Ausbildung in Anführungsstrichen 2005 an das Job von den... Van den Ende, glaube ich. Ja, ne? Der Name ist mir immer wieder Job von den Ende Academy, genau, da habe ich mich in Gesang und Schauspiel ausbilden lassen. Und ja, das ist meine erste Rolle quasi. Erzähl doch mal ein bisschen was über die Rolle. Wir sind ja von Sonnenklar TV, wir schicken die Menschen ja auch nach Berlin, auch ins Theater des Westens. Warum sollten sie sich den Tanz der Vampire anschauen? Wow, also das ist schwierig in so kurzen Sätzen irgendwo zu erklären. Also grundsätzlich ist die Musik wunderschön. Also die Titelmelodie von Bonnie Tyler kennt jeder, Total Eclipse from the Heart. Und die Story ist furztrocken, ein sehr, sehr trockener Humor, eine schöne Liebesgeschichte, verpackt in einem Grusical, wie man so schon sagt. Und jeder Besuch im Theater des Westens ist sowieso, ja, der lohnt sich. Also ich glaube, das ist, wenn nicht überhaupt, das schönste Theater in ganz Europa. Die Story, ich glaube, da muss man sich selber von überzeugen. Aber Tanz der Vampire ist ein sehr, sehr schönes Musical.